Daniel Koch, 30 Jahre, Redakteur bei meintischtennis.de, Bezirksklassespieler vom TV Arnoldsweiler, QTTR Wert von 1487, Kreisranglistensieger Schüler A von 2003. Spezialschlag, Rückhand aus der Hüfte. Tritt an gegen Marianne Blasberg, 84 Jahre, Bezirksligaspielerin beim FTV Düsseldorf, Seniorenweltmeisterin 2014, 14-fache Senioren-Europameisterin im Einzel und Doppel, seit 1999 bei Europameisterschaften ungeschlagen, QTTR-Wert von 1293. Bei Zero vs. Hero spielt Amateur Daniel gegen unterschiedlichste Heroes aus der Tischtennisszene. Vom Herren-Nationalspieler bis zum Rollstuhlprofi. Die Vorgaben an die Favoriten lautet, kein Mitleid zu zeigen und voll durchzuziehen. Gespielt werden drei Sätze, das heißt, dass ein Spiel auch 2:1 enden kann. Dem Gewinner winkt keine Medaille, aber Ruhm und Ehre. Daniel, du bist heute TTR-mäßig der Favorit gegen Frau Blasberg. Wie gehst du mit der Rolle um? Die Favoritenrolle mag ich normalerweise nicht so gern, aber ich versuche trotzdem möglichst locker zu bleiben, Spaß zu haben und ja, hoffe, dass ein gutes Spiel zustande kommt. Hast du dir eine Taktik zurechtgelegt? Bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie Frau Blasberg spielt und entwickle dann meine Taktik wieder so im ersten Satz. Guck mir an, wie sie spielt und ja, reagiere dann darauf. Frau Blasberg, Ihre Liste an Erfolgen, vor allem im Seniorenbereich, ist quasi endlos. Wie schaffen Sie es, Ihr Niveau so lange zu halten? Naja, endlos ist die Liste nicht, denn irgendwo wird sie mal ein Ende haben, wenn ich nicht mehr kann. Ja, ich tue viel für meine Gesundheit, ich gehe ins Fitnessstudio und vieles ist natürlich auch vielleicht naturgegeben, ne? dass ich noch so fit bin in meinem Alter. Mhm. Spielen Sie noch öfter gegen so junge und agile Spieler wie Daniel heutzutage? Ja, ich spiele ja in der normalen Klasse, Bezirksliga und die jungen Mannschaften hier von Borussia, die hatten wir vorige Woche da, die waren wohl alle noch nicht mal 18. Aber ich habe alles gewonnen. Okay, und mit welcher Taktik gehen Sie heute in die drei Sätze gegen Daniel? Gar keine Taktik. Ich will einfach nur Spaß haben und ein bisschen trainieren. Ich betrachte das ganze Spiel einfach als ein gutes Trainingsspiel.
Aufschläge, sie brechen den Hals. Daniel, starten wir mal mit dir. Was hast du dir im Aufschlagspiel gedacht? Du hast sehr oft den gleichen Aufschlag gemacht. Also ich habe erstmal gedacht, dass ich gerne den Anti-Belag, den schwarzen Anti-Belag auf der Vorhand umgehen will. Habe hauptsächlich dann in die Rückhand und in Mitte aufgeschlagen. Eigentlich immer meine Standardaufschläge gemacht, also so ein bisschen seit Unterschnitt, seit Oberschnitt, immer ein bisschen variiert. Und das hat ganz gut geklappt. Da hat Frau Blasberg Probleme mit gehabt und ja, darüber meine Punkte gemacht eigentlich. Mhm. Frau Blasberg, wie war das Spiel aus Ihrer Sicht? Ja, sehr einseitig. Es ist ganz klar, ich habe die Aufschläge nicht bekommen. Das hat er natürlich sofort gemerkt und gesehen. Ich würde an seiner Stelle genauso gehandelt haben. Wenn ich so einen schönen Aufschlag hätte, würde ich den dann auch dauernd machen, wenn der Gegner den nicht bekommt. Also es ist absolut okay. Mhm. Mit dem kleinen netten Maskottchen auf Ihrem Arm, was hat das zu bedeuten? Ja, das ist ein Andenken an meinen verstorbenen Mann. Wir waren viele Jahre zusammen auf Tischtennisreisen und irgendwann, da musste ich mal zu einem großen Turnier und da konnte er nicht mitkommen und da hat er mir den geschenkt, damit der auf mich aufpassen sollte. Und hat der Kleine einen Namen? Ja, Ping Pong. So Ping Pong heißt er, ne? Ja. Okay, vielen Dank an euch beide für die Zeit. Ein abschließender Satz noch, großes Kompliment natürlich. Man hat gesehen, wenn ich nicht Vollgas gespielt habe, dass sie die Bälle sehr gut geblockt haben in die Ecken, dass ich da meine Probleme hatte. Und ja, wenn ich Tempo rausgenommen habe, dass ich da echt schon Probleme hatte. Also auf jeden Fall großes Kompliment für Ihre Leistung. Vielen Dank.